Hey, das heutige Video ist mir sehr wichtig und ich habe vor etwa 2 Jahren schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht. Und zwar soll es um Social Media bzw. Handysucht gehen. Für mich ist das ein riesiges Thema, unter anderem auch, weil ich natürlich mit Social Media arbeite und es einfach ein großer Teil meines Lebens ist. Aber es ist halt auch einfach etwas, wovon ich die letzten Jahre sehr betroffen bin. Vor 2 Jahren habe ich ein Experiment gemacht, in dem ich 30 Tage lang komplett auf Social Media und eigentlich auf meine gesamten technologischen Geräte verzichtet habe. Ich habe meine Streaming-Accounts nicht mehr benutzt, ich habe keine YouTube-Videos mehr geguckt. Ich habe Instagram zum Beispiel komplett von meinem Handy gelöscht, weil ich damals einfach das Gefühl hatte, dass es irgendwie einen zu großen Teil in meinem Leben einnimmt. Und dabei rede ich jetzt nicht davon, dass ich super viel am Arbeiten bin, was man ja meinen könnte, sondern einfach, dass ich sehr, sehr viel und sehr unbewusst konsumiere. Wenn ich jemandem aus meinem Bekanntenkreis davon erzähle, dass ich irgendwie Probleme mit einer Handysucht habe oder dass ich den ganzen Tag mit Social Media verbringe, dann bekomme ich immer als Antwort, ja, aber das ist doch dein Job. Aber tatsächlich ist es bei mir nicht so, dass ich den großen Teil damit verbringe, jetzt irgendwie Content zu erstellen und Dinge zu posten, sondern dass ich, wie die meisten anderen auch, einfach Content von anderen halt konsumiere. Es ist aber nicht so, dass ich das bewusst mache und dass ich das gerne mache und die ganze Zeit irgendwie mich inspiriert fühle von dem, was ich sehe, sondern es ist wirklich so, dass ich einfach sinnlos irgendwas angucke und gar keine wirkliche Kontrolle darüber habe. Und dann finde ich mich manchmal selber wieder, wie ich Stunden um Stunden irgendwelche Videos angucke und am Ende so wie aus so einem, ja, wie aus so einer Trance erwache irgendwie. Mir ist aufgefallen, dass das immer ein stärkeres Problem wird in Zeiten, in denen es mir emotional generell nicht so gut geht, dass ich dann sehr viel anfälliger dafür bin. Und jetzt die letzten Wochen ist es mir auch wieder total aufgefallen, dass ich super viel Zeit auf Social Media verbringe und dass mir das einfach nicht sonderlich gut tut. Als ich vor 2 Jahren dieses Experiment gemacht habe und komplett auf Social Media verzichtet habe, habe ich mich in dieser Zeit gefragt, warum konsumiere ich eigentlich so viel? Und da ist mir total aufgefallen, dass ich Social Media sehr stark dazu benutze, irgendwie meine Gedanken zu verdrängen und mich einfach abzulenken, weil ich einfach ein riesiges Problem mit Stille und ja, gewisserweise auch mit dem Alleinsein habe und dass ich es einfach nicht ertragen kann, wenn nichts irgendwie im Hintergrund läuft oder wenn ich nichts höre und einfach nur mit meinen Gedanken ausgesetzt bin. Einerseits denke ich, dass Social Media eine super tolle Möglichkeit ist, um sich mit anderen Menschen zu vernetzen und irgendwie Gleichgesinnte zu finden. Aber andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es dazu führt, dass man keine wirklichen tiefen Verbindungen irgendwie mehr hat. Ich habe es zum Beispiel schon total oft erlebt, dass Leute aus meinem Freundeskreis mir gesagt haben, sie fragen gar nicht, wie es mir geht oder so, weil sie sehen es ja in meinen Stories oder so. Und ich glaube, das wird auch immer mehr zu einem Problem, dass wir einfach so Ausschnitte aus dem Leben von jemandem sehen und denken, wir wissen, wie es der Person geht. Und fragen einfach gar nicht mehr nach. Und das sind dann vielleicht unsere Freunde, bei denen wir uns gar nicht mehr melden, weil wir denken, wir wissen ja alles und man ist ja in Kontakt, man kommentiert ja hier und man gibt ja dort ein Like. Aber richtige Unterhaltung oder ein Treffen, das wird einfach immer, immer seltener. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir uns auch nicht großartig irgendwie mit Freunden treffen können. Und ich glaube, Social Media hat da einerseits ein sehr positives Potenzial, um Leute irgendwie zu verbinden, aber andererseits hat es halt auch diese riesige Gefahr, dass man letztendlich nur noch viel einsamer wird, als man sich schon vorher gefühlt hat. Noch dazu kommen natürlich so Probleme, wie dass Social Media ein total falsches Bild von anderen Menschen und auch von der Welt generell vermittelt, dass man immer nur die Highlights aus dem Leben der anderen Menschen sieht und irgendwie das Gefühl bekommt, allen geht es immer super gut und bei allen läuft alles perfekt und dass man anfängt, sich mit diesen Menschen zu vergleichen und sich vielleicht schlecht fühlt und sein eigenes Leben nicht mehr mag. Das kann sich auf alles Mögliche beziehen, sei es jetzt, dass man irgendwie anfängt, seine Karriere mit der Karriere von wem anders zu vergleichen oder vielleicht das Familienleben oder die Partnerschaft oder vielleicht auch einfach das Aussehen. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass Social Media für mich privat, jetzt unabhängig von meiner Arbeit damit, unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt und mir extrem wenig Nutzen bringt. Das liegt vor allem an den Sachen, die ich dort konsumiere, also die Sachen, die ich wirklich inspirierend finde und die mich irgendwie, wo ich das Gefühl habe, dass sie mich weiterbringen, die sind halt nur ein sehr kleiner Anteil von dem, was ich auf Instagram, vor allem auf Instagram, konsumiere. Und ich würde sagen, zu über 90% ist es einfach nur sinnlose Ablenkung und irgendwie ein Zeitvertreib, während ich eigentlich andere Dinge machen sollte oder gar nicht unbedingt, dass ich irgendwas machen sollte, sondern einfach,
ja, dass ich nicht mit meinen Gedanken allein sein möchte. Ich habe über die letzte Zeit total den Bezug zu mir selbst verloren, dadurch, dass ich mich so wenig mit mir selbst auseinandersetze und so viel irgendwie mich aufs Außen fokussiere. Und das ist etwas, was mir echt überhaupt nicht gefällt. Auch dieses Gefühl, gar nicht mehr die Kontrolle über meine Zeit zu haben, weil da immer etwas ist, was mir die Zeit so sehr raubt und dass ich ja gar nicht kontrollieren kann. Und ich möchte einfach endlich wirklich wegkommen von diesem automatischen Griff zum Handy, automatischen Öffnen einer App und automatischem Gucken irgendwelcher kurzen Videos, die mir eigentlich gar nichts bringen und mich, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich interessieren. Und stattdessen möchte ich wieder bewusst damit umgehen und selber bestimmen, was ich sehe und wie viel ich sehe. Für mich heißt das jetzt, dass ich erstmal wieder eine Zeit lang komplett auf Social Media verzichten werde. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich tatsächlich auch in meinem ersten Urlaub seit sehr, sehr langer Zeit sein. Also ich fahre nicht weg, aber ich nehme mir mal frei. Ich habe nämlich seit etwa 2 Jahren eigentlich keinen richtigen Urlaub mehr gehabt, also dass ich mal einfach ein paar Wochen oder ein paar Tage wirklich nichts tue. Und ich habe jetzt einfach immer mehr gemerkt, dass ich, da ich generell schon so viel emotionalen Stress habe, einfach nicht noch mehr vertragen kann und ich muss einfach mal zur Ruhe kommen. Und ich denke, das passt dann ganz gut zusammen mit so einer Social Media Auszeit, dass ich einfach alles mal abschalte und mal wieder nur zu mir zurückkehre. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon 1 oder 2 Wochen offline, da ich die Videos vorproduziert habe. Ich wünsche mir von diesem Experiment, ja, was heißt Experiment, von dieser Pause, dass ich ja einmal wieder zu mir finde, dass ich zur Ruhe komme, dass ich meine Freizeit wieder selbstbestimmt nutzen kann und dass ich meinen Hobbys wieder mehr Zeit widme und nicht so viel Zeit mit Dingen verliere, die mir keinen Mehrwert bringen. Meine durchschnittliche Bildschirmzeit auf meinem Handy ist sehr, sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt steht hier jetzt für diese Woche etwa 2 Stunden auf Instagram. Ich weiß, dass es die letzten Wochen auch schon mehr war. Ich hatte auch schon Wochen, wo der Durchschnitt 3 oder 4 Stunden pro Tag war. Gestern habe ich zum Beispiel über 4 Stunden mit Instagram verbracht, am Montag stattdessen nur 40 Minuten. Aber das ist natürlich auch nicht alles. Ich verbringe auch Zeit auf YouTube oder mit Streamingdiensten. Noch dazu mache ich ja auch meine ganze Arbeit vorm Bildschirm, meine Videos zu schneiden, Mails beantworten und so. Was letztendlich dazu führt, dass ich eigentlich den kompletten Tag am Bildschirm verbringe, was nicht das Leben ist, das ich gerne führen möchte. Ich werde jetzt also, wie gesagt, eine Zeit lang komplett verzichten und für die Zeit danach möchte ich mir wirklich klare Regeln setzen. Warum benutze ich überhaupt Social Media? Wann benutze ich Social Media und wie lange vor allem? Zu dem bewussten Konsum gehört für mich auch die Kanäle, denen ich folge oder generell alles, was ich mir anschaue, mal genauer anzugucken und zu überlegen, passt das zu meinen Werten und Zielen? Bringt mich das irgendwie weiter? Gibt mir das etwas Positives? Und wenn nein, warum konsumiere ich das dann? Ich werde außerdem die nächsten Wochen auch mein Handy ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und mal gucken, was da drauf eigentlich alles nötig ist und was nicht. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Apps, die ich eigentlich gar nicht brauche. Noch wichtiger finde ich aber, wie gesagt, die Kanäle, die man konsumiert, so durchzugehen. Als ich zum letzten Mal auf Social Media verzichtet habe, ging es tatsächlich länger als 30 Tage. Ich habe das Ganze um noch einen Monat verlängert. Mal gucken, wie es diesmal wird. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser funktioniert, also dass es besser im Nachhinein funktioniert, dass ich nicht einfach wieder in diese alten Muster zurückfallen werde. Aber wir werden sehen. Damals war es, wie gesagt, einfach nur ein Experiment irgendwie, was ich ausprobieren wollte. Und jetzt ist es wirklich etwas, was ich verändern möchte. Ja, und ich denke, das war dann alles für das heutige Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ihr auch irgendwie Probleme mit Social Media habt, falls ihr auch das Gefühl habt, dass es in eurem Leben irgendwie zu viel Raum einnimmt, dann lade ich euch herzlich ein, mitzumachen und vielleicht mal eine Zeit lang darauf zu verzichten. Ihr seht hier weiterhin Videos von mir, aber ich bin momentan in meiner Pause. Es fühlt sich irgendwie komisch an, als jemand, der selbst mit Social Media, mit YouTube arbeitet, zu sagen, dass ich selber weniger Zeit damit verbringen möchte. Aber für mich ist es halt einfach wirklich ein Problem und ich weiß, dass es vielen auch so geht und vielleicht kann ich mit diesem Video vielleicht so einen kleinen Anstoß für so eine Pause, technische, technologische Social Media Pause geben. Ich werde euch auf jeden Fall ein Update geben, wenn ich mit meiner Social Media Pause fertig bin. Mal gucken, wie es danach weitergeht. Ich weiß es jetzt noch nicht und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Habt ihr Probleme mit Social Media oder ist es für euch gar kein Thema? Verbringt ihr vielleicht gar nicht so viel Zeit damit?
Würde mich total interessieren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!